Verehrte Freunde und Fans von Transport Fever 2, willkommen zurück in einem neuen oder weiteren Video von mir und ein neuer Bauabschnitt, ein neues Objekt, heute die schon mehrfach erwähnte Schrauben- und Werkzeugfabrik. Ja, wir haben hier ein großes Areal, ihr habt es ja schon in den Bildern gesehen, das ist ein gewachsenes Areal, im 19. Jahrhundert entstanden von einem findigen Firmengründer und zwar von Brookfield, ja, Peter Brookfield, ja, Vater stammte ursprünglich aus Amerika. Der hat also hier diese Fabrik gebaut. Angefangen hat alles mit einer kleinen Niete. Und aus denen hat man dann ganze Anker entwickelt. Also deswegen ein Anker hier. Erinnert noch an den Start von Brookfield Goods. Hat also Anker gebaut früher. Warten wir kurz, bis die Bahn vorbei ist. Hat also die Schifffahrt beliefert, später waren es auch Poller für Hafenanlagen und dergleichen. Und ja, deswegen jetzt zum Angedenken hier noch die Gründervilla, das Wohnhaus des Firmeninhabers. Ja, schick. So, und hier die Pforte für Brookfield Goods. Einfahrt. Links haben wir einen Besucherparkplatz. Oh, hier sitzen zwei Arbeiter, machen eine Raucherpause. Mittagspause. Hier ist also auch schon so ein bisschen Produktion in dem Gebäude, wie unschwer zu erkennen. Und das alte Gebäude schließt sich also ein neues Gebäude an. Das geht dann hier aus der Produktion. Gehen die Waren dann hier rüber in die Warenverladung. Ja, können dann die LKW andocken. Hier ein alter Kran aus der alten Zeit. Ja, da seht ihr auch einen Kastenwagen, eine Pritsche. Die fährt auf dem Firmengelände hin und her. Fake. Ja, wie gesagt, der hat dann hier so die Sachen auf die Fahrzeuge geladen. Ein Stapler ist hier abgestellt. Ja? Und er hält sich, hat gerade nichts zu tun. Ja, hier der Fuhrpark von Brookfield Goods. Die Firmenfarbe, wie ihr seht, ist rot. Und da sind auch ein paar alte Wagen aus dem Bestand. Ja, das hat alles noch Tradition. Ansonsten hier recht neue, große LKW. Ja, da kommt sogar einer gefahren, oder? Ja, ich dachte... Und hier der Mitarbeiterparkplatz. Das hört sich an, als wäre hier ein LKW. Ah, da kommt er doch. Da kommt also ein Sattelzug von Brookfield Goods und holt eine neue Lieferung, um sie in die Stadt zu bringen oder an Hafen. Wohin auch immer. Ah, dem ist der Name abgefallen. Da muss man mal wieder nachbessern, vor allem reinigen. Ja. Weiter geht's ins Gelände. Ah, jo, fährt eine Bahn entlang. Extrem schmutzig. Ist der Fuhrpark stark vernachlässigt. Extrem hoher Geräuschpegel auch, ne? Zum Mitarbeiterparkplatz. Da seht ihr, hier ist ein bisschen was los. Und hier ist also das große Verwaltungsgebäude. Da sind Büros drin, da ist die Verwaltung, die Geschäftsleitung, aber auch so ein bisschen Produktion. Und ihr seht hier, es ist halt alles schon sehr alt. Es ist ein russischer Schriftzug, den hat man mal gespendet bekommen. Da war so eine Partnerschaft mit einer Firma, hat man da so montiert. Aber die Treppe, die hat schon mal bessere Zeiten gesehen, jetzt ist sie kaputt. Oder muss man hier sperren und muss da mal wieder Hand anlegen. Sagen, hier heute keine Treppe. Geht immer da links oder rechts. Auch hier sieht es nicht mehr gut aus, aber wird alles gemacht. Schließlich haben wir Werkzeuge en masse. Ja, hier ein Bahnhof. Ja, da wird also das ein oder andere geliefert an Material. Hier steht schon was zur Abholung bereit. Maschinen in dem Fall. Denn mit Ankern hat man begonnen und mit Pollern weitergemacht. Hat dann gewechselt zu Schrauben, Hämmern, Schraubenschlüssel und dergleichen. Und man hat sich nicht leicht gemacht, indem man gesagt hat, wir nehmen Edelstahl aus anderer Produktion. Nein, hier wird der Edelstahl auch noch selbst gemacht. Das heißt, der Stahl wird hier raffiniert, um halt eine hohe Qualität zu gewährleisten. Das hebt also Brookfield Goods nochmal von anderen Unternehmen ab, weshalb sie tatsächlich auch hier einer der Marktführer sind und irgendwie 20% des internationalen Werkzeug- und Maschinenmarktes hier bestimmen. Und ja, ein entsprechend großer Fuhrpark. Tolle Fahrzeuge aus dem Forum SM1, hier mit Brookfield Goods Schriftzug. Ja, Anhänger in der Firmenfarbe, Bänke in der Firmenfarbe, selbst hier die,
die Transportgeräte in der Firmenfarbe. Ja, großer Bahnhof, wie gesagt. Ja, hier sind die, ist das Metall gekommen zur Weiterverarbeitung. Stahl braucht man ja. Ja, alte Kräne. Ja, Tieflader wartet drauf, dass der Container aufgeladen wird. Ja, hier sind ein paar Container abgestellt. Auch hier ein Gleis. Oder mittlerweile macht man nämlich auch schicke Gerätschaften für Klimaanlagen und auch Teile für Motoren. Was ist also breit aufgestellt? Assets hier aus dem Flughafen-Asset-Paket und der Rest aus diversen anderen Asset-Paketen. Wenn wir jetzt hier mal lang gehen, ihr seht, das ist ein riesengroßes Areal. Ihr seht auch die Gebäude, je weiter wir hintergehen, desto älter werden sie wieder. Hier ist tatsächlich der älteste Teil, als das Ganze mal noch recht so im Wachsen war. Hier gab es also mal so ein kleines Betriebsgebäude. Das wuchert jetzt zu, das wird nicht mehr gebraucht. Hier hat man so das nicht mehr benötigte Material hingelegt, schon vor langer Zeit. Das rostet da so vor sich hin, es oxidiert. Und hier gab es mal so ein werkseigenes Stellwerk. Auch das nicht mehr besetzt. Ja, das Weiße. Plus nochmal so ein Verwaltungsgebäude. Und da kommt einer der Züge, der hier Rohstoffe liefert und Waren auch abholt. Gucken wir aber gerade mal. Dieser Zug liefert also Holz und Kunststoff und nimmt Maschinen mit. Ja, Holz für Hammergriffe zum Beispiel, Kunststoff natürlich für alles Weitere. Ja, gibt ja auch Zimmermanns Hammer, Gummikopf. Und ja, nimmt die Maschinen mit. Seht, werden dann die Wagen verladen. Und zum Hafen gebracht. Von wo aus sie weiter transportiert werden. Genau. Das ist also einer von drei Zügen, die hier regelmäßig rein- und rausfahren. Hier sind alte Güterwaggons abgestellt. Die wurden hier mal hingeparkt, kommen aber eigentlich gar nicht mehr wirklich zum Einsatz. Und ihr seht, das ganze Gelände ist jetzt auch schon... Es liegt brach. Es ist überwuchert. Die Gleise, die jetzt peu à peu zugewachsen. Auch diese Krananlagen werden nicht mehr gebraucht. Hier Container wächst zu. Auch die Eingänge für diese Häuser und Gebäude wachsen zu. Ja, da ist eigentlich nichts mehr. Das ist nur so Ablageplatz. Da kommt unser Pritschenwagen. Ich habe ein bisschen an wie ein Elektroauto. Das ist so eine kleine Fake-Linie. Also einfach hier ein bisschen was tut auf dem Areal. Ich muss mal überlegen, wie ich das hier noch mache. Dass diese Straße hier einfach so stupide endet, gefällt mir nicht. Da muss ich mir was einfallen lassen, dass es ein bisschen schöner aussieht. So, es kommt leider kein weiterer Zug, sonst hätte ich euch noch was gezeigt, aber die sind wahrscheinlich alle noch auf dem Weg. Ja, und der eine fährt hier diesen Berg hoch, habe ich auch ein bisschen mit der Brücken- und Dammbaumod gearbeitet. Das Ganze hier so ein bisschen gemauert, wächst hier so das Unkraut längs, wie man das halt so hat. So, hier hoch. Und da kommt ein Zug, der bringt Stahl hier hoch. Ja, während der andere ja, wie gesagt, die anderen Materialien holen. Da hinten kommt eine Dampflok und die können wir tatsächlich jetzt mal begrüßen. Gehen wir uns noch mal eben kurz auf Beobachtungsposten hier. Machen wir mal den hier und schauen mal bei der Einfahrt zu. Das ist tatsächlich ein Zug der älteren Gattung, der heute aber immer noch im Einsatz ist. Passt auch gut zu dem alten Teil hier des Areals. Ja, der fährt also hier hinten rein. Ja, machen wir nochmal an, ein bisschen was zu gucken und zu hören haben. Der fährt also hier hinten rein und holt dann hier so vermeintlich was ab. Die 01
mit ihren alten Güterwaggons. Finde ich wunderschön. Können wir jetzt mal wieder in eine Reinigung packen. Gefällt mir aber sehr gut. Ich mag so diese alten Dampfloks. Wenn man sich vorstellt, wir hätten jetzt hier noch 70er, 80er Jahre, da gab es sie durchaus noch. Dazu passen natürlich nicht die S-Bahn der Baureihe 420 und auch die Tracks, Lokomotiven, Trucks, wie auch immer. Aber egal, gefällt mir. Hier oben höre ich diese. Jawohl, hier ist die 218 mit ihrem Stahlzug. Ist auch schon wieder auf dem Weg weg. Also Stahl gebracht, die kommt hier oben von so einer Verhüttung und macht sich wieder auf den Weg von dannen. Sieht schön aus. Ja, ich denke, das war es im Großen und Ganzen auch. Es waren ein paar Detailaufnahmen. Ihr habt gesehen, an was ich oder woran ich hier so gebastelt und gefriemelt habe an dieser Schraubenwerkzeugfabrik. Wie gesagt, ist ein bisschen was los. Hier hinten ist schon so ein bisschen der Hund begraben, der ein oder andere. Ansonsten hier nach wie vor geschäftige Tätigkeit. Da kommt wieder ein LKW und holt alles ab. Und ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze jetzt gleich nochmal in ein paar bewegten Bildern an. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!